Servus zusammen bei AAS24 und in diesem Video zeige ich euch, wie man mit einem High-Low-Adapter das Musiksignal vom originalen Autoradio abgreift und mit einer Cinch-Leitung dann in einen externen aktiven Subwoofer reinfahren kann, um dort richtig Musik zu machen. Viele Aktivwoofer haben bereits einen High-Low-Adapter integriert. Das heißt, viele Subwoofer geben mir die Möglichkeit, entweder mit Cinch reinzufahren oder mit einem High-Signal, also mit dem Lautsprecherausgang des Autoradios. Jetzt muss ich vorwegnehmen, so ein Kenwood-Autoradio, ein nachgerüstetes, hat tatsächlich richtige Cinch-Ausgänge, wo ich diesen Cinch-Eingang mit einem Cinch-Kabel verbinden kann und somit meinen Subwoofer-Ausgang regelbar zum Subwoofer senden kann und der das ganze Signal hat. So, wenn ich jetzt aber ein BMW-Radio wie dieses hier, schaue ich mal von hinten an, hier habe ich keine Cinch-Ausgänge, sondern nur meinen zentralen Anschlussblock, wo auch meine Lautsprecherausgänge vom Autoradio drauf sind, die dann direkt zu den Bordlautsprechern gehen und darauf müssen wir das Signal jetzt abgreifen und das tun wir mit einem externen High-Low-Adapter oder mit diesem eingebauten, mit der eingebauten Vorrichtung, wo hier auch die Möglichkeit bietet, direkt auf das Lautsprecherkabel vom Autoradio drauf zu gehen. Aber wir verwenden in dem Fall tatsächlich meistens einen High-Low-Adapter, einen externen, weil der erstens von der Soundqualität noch besser ist als der hier integrierte und weil mir hier Störungen und so weiter vorweggehen können und einfach eine problemlose Anschlussweise mit einem externen High-Low-Adapter haben. Wer tatsächlich den originalen High-Low-Adapter benutzen möchte von so einem Aktivwoofer, da liegt dann meistens das Verlängerungskabel schon mit im Lieferumfang mit dabei. Das ist jetzt unsere Verlängerungsleitung vom Kofferraum bis zum Radioschacht vor und diese zwei Kabel werden wir dann am Radioschacht an dem zentralen Anschlussblock anschließen. Wer das bessere Signal möchte, nimmt dann eine Cinch-Leitung. Diese hier mit 5 Meter zum Beispiel kann dann diese eben verlängern bis zum Radioschacht und kann dann hier auf den High-Low-Adapter, der produziert uns ja jetzt sozusagen dieses Cinch-Signal aus unserem Lautsprechersignal. Also hier habe ich wieder diese zwei Kabel, die gerade eben auch noch hier waren, aber das ist die mindere Qualität. Wir wollen es ein bisschen besser haben und fahren über diesen High-Low-Adapter. In dem Fall ist es der AAC.2 von Helix. In diesem Video zeigen wir nicht, wie man den Subwoofer am Strom anschließt, sondern lediglich das Abgreifen des Signals am Autoradioschacht. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt machen wir den Anschlussstecker vom BMW weg. Das ist also das originale BMW-Radio. Und das sind unsere Anschlüsse, die wir vom Fahrzeug aus her bekommen. Und hier sieht man jetzt deutlich, das sind unsere Lautsprecherkabel vom Fahrzeug. In dem Fall sind die zwei mittleren hier, also mittleren, wenn man jetzt oben anfängt, dann Mitte die zwei und unten ist dann der andere. Die mittleren zwei sind die Frontlautsprecherausgänge, rechts und links. Und das da ist hinten rechts und hinten links. Um dem Subwoofer das Signal abzugreifen, also für den Subwoofer das Signal abzugreifen, gehen wir jetzt in dem Fall vorne rechts und vorne links, holen wir uns jetzt das Signal und zwar mit Stromdieben. Wir haben für euch sogar für den High-Low-Adapter ein Anschlussset für die Abgriffe zusammengestellt, wo dann auch für verschiedene Kabelquerschnitte das passende Material mit dabei liegt, um auf jeden Fall alles zu haben, um die Abgriffe ordentlich machen zu können. Das blaue Stückchen, das ist für das etwas dickere Kabel und die lilanen für dünneres Kabel. In dem Fall haben wir jetzt hier die vorderen Lautsprecherausgänge, sind relativ dick und die können wir jetzt so quetschen mit einer Kombizange. So, und quetschen uns direkt drauf. Das machen wir jetzt mit dem anderen Kanal auch gleich, also mit der anderen Leitung hier. Das mit dem braunen hier, das war jetzt in dem Fall das Minus von der Leitung. Und hier quetschen wir uns auch drauf. Jetzt haben wir eine Seite, haben wir jetzt schon gemacht und können jetzt mit dieser
Verbindung das Ganze steckbar machen. Was wir jetzt natürlich hier noch drauf machen müssen, unsere Lautsprecherausgänge oder Eingänge von unserem High-Low-Adapter. Aber jetzt machen wir erstmal schnell die anderen zwei auch noch fertig. Das war jetzt der rechte Kanal. Jetzt kommt noch der linke Kanal. Den müssen wir natürlich genauso abgreifen. Hier haben wir den Anschluss von unserem High-Low-Adapter für den Kanal links und hier für den Kanal rechts. Und die müssen wir jetzt hier drauf adaptieren. Das funktioniert dann so, dass wir hier das Gegenstück drauf quetschen müssen. So, das ist wieder für das schmalere Kabel, weil der High-Low-Adapter das schmale hat. So, und die andere Seite auch gleich. So, jetzt haben wir unsere Gegenstücke alle montiert. Jetzt gehen wir mit dem linken Kanal auf die richtigen Kabel drauf. Hier in dem Fall ist das rote, das Plus. Und gerade eben haben wir gesagt, das mit dem braunen, das ist in dem Fall das Minus. Also haben wir hier das Plus und den können wir jetzt so draufstecken. Und insofern natürlich der andere Minus ist dann hier drauf zu ansetzen. So, und hier mit dem anderen Kanal machen wir es ganz genauso. Minus ist dann der hier und Plus ist der hier. Wichtig an der Stelle ist, dass tatsächlich rechter und linker Kanal gleichmäßig angeschlossen wird. Also wenn ihr seht, dass hier zwei braune Kabel da sind, dann werden die zwei schwarzen Kabel hier, die zur Verfügung stehen, auf die braunen drauf gemacht und die rot markierten Kabel entsprechend auf das andere Kabel mit drauf, dass das auf jeden Fall die gleiche Polarität hat, um in unseren High-Low-Adapter reinzufahren. Was braucht unser High-Low-Adapter jetzt aber noch? Wir haben eine Stromversorgung für den High-Low-Adapter, der jetzt auch wirklich das richtige Signal so aufmischt, um ein wirkliches Top-Signal zu haben, wo man nachher mit dem Cinch-Kabel zum Subwoofer fahren. Und jetzt greifen wir noch unser Dauer-Plus und unsere Masse ab an unsere Stecker. Das machen wir jetzt genauso, wie wir es jetzt mit unseren Abgriffe gemacht haben für den Sound. Wir haben hier einmal das dicke braune Kabel, ist in dem Fall Masse, und das dicke rot-grüne Kabel ist Dauer Plus und genau die zwei Kabel brauchen wir und da hüpfen wir jetzt noch drauf. Zweimal. Dann Masse auf Masse. So. Und Plus auf Plus. Und damit haben wir jetzt soweit alles angeschlossen, dass wir jetzt über unseren High-Low-Adapter einmal eine neue Remote-Leitung generiert bekommen, die jetzt der Endstufe sagt, jetzt anschalten oder dem Aktivwoofer jetzt anschalten, weil die Soundanlage an ist und das Signal dazu, damit wir jetzt vorne links und vorne rechts als Signal abgegriffen haben und uns jetzt für den Subwoofer zur Verfügung steht. Also wem jetzt noch nicht klar ist, was jetzt der Unterschied zwischen Cinch und den Lautsprecherausgängen ist folgender, dass wir hier an den Lautsprecherausgängen vom Radio bereits die volle Leistung anliegen haben, 4x25 Watt oder 4x50 Watt, je nachdem, die volle verstärkte Leistung schon, die direkt jetzt von hier aus vom Radio bis zu den Lautsprechern gehen. Wir brauchen aber das Musiksignal als reines Signal und sozusagen unverstärkt. Und wir drosseln sozusagen jetzt diese Leistung einfach nochmal runter auf eine Cinch-Leitung und können dann über den normalen Verstärkereingang, Vorverstärkereingang von der Endstufe am Aktivwoofer schön mit einem guten, sauberen Signal reinfahren. Ein nicht ganz unwichtiger Hinweis ist, dass wenn ihr alles angeschlossen habt und den Subwoofer sozusagen im Betrieb habt und ihr stellt fest, da kommt gar kein Bass raus, da kommt irgendwie irgendwas raus, aber kein Bass, dann kann es absolut daran liegen, dass es hier nicht so eindeutig war, dass die zwei braun markierten Kabel die gleichen Kabel sind, sondern ihr habt ein Fahrzeug, wo ihr vielleicht wirklich nicht wisst, was ist eigentlich Plus und Minus an diesen Lautsprecherkabeln, dann dreht ihr mal ein komplettes Set um, also ein Lautsprecherkabel. Deswegen ist es auch ganz gut, dass das steckbar ist, das Ganze. Und verdreht die zwei einfach mal, das Plus und das Minus, und probiert dann noch mal aus, ob jetzt das Signal richtig da ist, weil wir arbeiten hier mit linken und rechten Signal zusammen und die müssen gleiche Phase haben, also das gleiche Signal und nicht eins verkehrt rum. Damit heben die zwei sich nämlich auf und dann kommt kein Bass mehr raus. Wer einen Lötkolben daheim hat, kann natürlich das Ganze auch löten, wenn er das drauf hat und mit Isolierband die einzelnen Verbindungen isolieren. Und wenn man das Ganze mal wieder wegmachen mag, weil man sagt, naja gut, jetzt habe ich alles ausgebaut, das Auto ist verkauft, kann ich diese
Clips auch wieder lösen und rausmachen, dann schaut es so aus, das Kabel, weil wir hier die Stelle jetzt auf einmal blank haben. Und dann machen wir jetzt noch ein Isolierband drüber. Perfekt. So. Für jeden, der sagt, ich möchte meine Originalkabel am Fahrzeug überhaupt nicht anrühren, für den gäbe es noch die Möglichkeit, hier so einen MOST-Adapter einzubauen, der mir es jetzt ermöglicht, auf ein externes Stückchen, schließen wir den mal so mit an, so. Jetzt habe ich hier nichts anderes wie eine MOST-Kabelverlängerung. Also alle Kabel, die ich da hinten habe, habe ich jetzt sozusagen hier vorne auch. Und habe den gleichen Stecker, den ich jetzt wieder am originalen Autoradio anstecken kann. Können wir hier mal kurz zeigen. So, und jetzt hätten wir das Radio wieder angeschlossen. 1:1 durchverbunden. Und alles, was ich jetzt gerade eben am Originalkabel gemacht habe, das kann ich ja jetzt rein theoretisch auch hier an meinem externen Kabelstrang machen. Hier habe ich sogar vorbereitet schon das Plus und Minus, was wir gerade eben noch auf der Seite abgegriffen haben für die Stromversorgung von unserem High-Low-Adapter. Könnten wir jetzt auch, stecken wir es mal ab, könnte ich natürlich jetzt auch auf der Seite mit anderen Quetschverbinder zusammen machen, mit Plus und Minus. In dem Fall ist unser gelbes Kabel das Dauerplus. Schließen wir jetzt mit der Stromversorgung von unserem High-Low-Adapter zusammen. Dann hätten wir die Stromversorgung und kann natürlich hier auf meine Lautsprecherkabel drauf hüpfen, ebenfalls wieder vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. Und damit habe ich das Kabel vom BMW oder von welchem Fahrzeug auch immer erst gar nicht angerührt. Voraussetzung ist hier in dem Fall tatsächlich nur, dass man halt einen MOST-Anschluss im Fahrzeug hat, der dann so ausschaut, wie diese Stecker hier eben dargestellt sind. Da wir nur den Sound für unseren Subwoofer abgreifen möchten, ohne die Originallautsprecher auch nur anzurühren, weil die sollen ja genauso weiterlaufen wie bisher. Wir wollen keine neuen Lautsprecher oder keine Endstufe für die Lautsprecher, sondern wir ergänzen nur den aktiven Subwoofer. Deswegen hüpfen wir hier nur parallel auf das Kabel drauf und der Sound vom Autoradio geht natürlich nach wie vor bis zu den Frontlautsprechern und wir nehmen nur das Signal hier ab. Im Anschlusskit von unserem High-Low-Adapter, also wo die ganzen Abgriff-Utensilien mit dabei sind, haben wir auch diese kleine Steckverbindung mit dabei für unseren Remote-Ausgang von unserem HLC, also von unserem High-Low-Adapter. Da können wir jetzt sozusagen hier nochmal eine Quetschung machen, natürlich vorher isolieren und auf der anderen Seite unser Remote-Kabel bis zum Kofferraum hin verlängern und somit haben wir hier auch gleich eine Steckverbindung, um die Anschlussart recht einfach zu halten. Ich hoffe, dass ich euch jetzt gut erklären habe können, für was man eigentlich einen High-Low-Adapter braucht und vor allem, wie man und wo man anschließt. Ihr könnt ja noch weitere Videos von uns anschauen. Wir haben auch ein ausgiebiges Video über HLC, über High-Low-Adapter. Könnt ihr euch da noch reinziehen. Oder natürlich auch für uns immer einen Daumen hoch übrig haben oder einen Kommentar an uns richten. Oder wer es noch nicht hat, ein Abo mit unserem Abo-Button hier. Danke fürs Zuschauen und bis bald, euer Olli.